Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum 12. Teil des Let's Plays zu Detroit Become Human. Ich bin sehr gespannt, wie die Geschichte sich weiterentwickelt. Sie an sich, wir hatten einen kurzen Zwischenfall mit Hank in der letzten Folge und sind aufgebrochen zum Eden Club, zu einem neuen Fall. Und ich denke, dass wir damit an dieser Stelle stoppen. Es ist der 6. November. Also die ganze Handlung spielt innerhalb wirklich weniger Momente sich ab und man neigt dazu, das ein wenig zu vergessen. Als würde jemand meinen Schädel mit einem Presslufthammer bearbeiten. Bist du sicher, dass es hier ist? Das ist die Adresse aus dem Bericht. Gut. Okay. Dann mal los. Tschüss. Ja, und vielleicht, was noch ganz wichtig ist, ich hatte das Let's Play, also den 12. Teil des Let's Plays, angekündigt bei Twitter unter Invektiven, also das in Form der Herabsetzung. Und abgesehen davon, dass dieses ganze Spiel die heißesten Androiden der Stadt. Diskriminierung handelt, jetzt weiß ich, warum du unbedingt her wolltest. ist es freilich auch so, dass abgesehen davon andere Oh, Mann. Herabsetzungen und Beschimpfungen eine Rolle spielen. Und jetzt sind wir faktisch an der Verkörperung eines Ortes, an dem Herabsetzung eine Rolle spielt, nämlich in einem Sexclub. Und die Zutaten sind uns bereits schon präsentiert worden, das heißt Androiden als Prostituierte. Und mit North, die wir auf Jericho getroffen haben, mit Marcus, haben wir bereits eine entflohene Prostituierte, die Hey Ben, wie läuft's denn so? versucht oder versucht hat, Es ist dieser das Welt zu Zimmer. entfliehen Oh, und erfolgreich war. übrigens, Gavin ist auch da. Oh toll. Ein Toter und ein Arschloch. Genau das, was ich brauche. Und ganz grob. Lieutenant Anderson und sein Plastikfreund. Was wollt ihr beide denn hier? Hank und Gavin Wir bearbeiten alle Fälle sparen mit nicht mit Herabsetzung. Ach ja? Tja, ihr verschwendet eure Zeit. Nur ein Perverser, der mehr bekam, als für ihn gut war. Wir sehen uns trotzdem mal um, wenn's recht ist. Na los, gehen wir. Irgendwie riecht sie doch nach Alk. Nacht, Lieutenant. Gavin lässt keine Situation aus, um Hank seine Schwächen vorzuhalten. Er trägt aber immer noch das Hippie-Outfit, das wir ihm verpasst haben. Und jetzt bin ich mal gespannt, was wir. Hier herausfinden können. Wow, hey! Ah, oh, Connor, das ist ekelhaft. Ich muss gleich noch mal kotzen. Wie er führt. Spiel, das öffentlich verkauft werden soll. Deshalb sehen wir keine der Prostituierten nackt. Das vielleicht gleich mal dazu gesagt. Falls sich jemand über Logiklöcher in der Narration beschwert und in der visuellen Präsentation. Über ihn erfahren wir auch nicht mehr, als dass er hier gestorben ist. Er wurde erwürgt. Todesursache war kein Herzinfarkt. Er wurde erwürgt. Ja, er hat Druckstellen an seinem Hals. Aber das beweist gar nichts. Vielleicht steht er ja drauf.
Wir übersehen irgendetwas. Kannst du den Speicher des Androiden auslesen? Vielleicht siehst du, was passiert ist. Ich kann's versuchen. Im Führerschein steht Michael Graham. Kreditkarte und auch Bargeld. Foto mit Ehefrau und... Der einzige Weg, um auf seinen Speicher zuzugreifen, ist, ihn zu reaktivieren. Schaffst du das? Er ist schwer beschädigt. Wenn es klappt, habe ich nur eine Minute. Eher weniger. Ich hoffe lange genug, um etwas erfahren zu können. Soll aber auch heißen, man hätte sie auf anderem Wege retten können. Ja, also wenn man die passenden Komponenten gehabt hätte. Ich werde dir ein paar Fragen stellen. Kannst du sprechen? Ist er tot? Sag mir, was passiert ist. Er fing an, mich zu schlagen. Wieder und wieder. Hast du ihn getötet? Nein. Nein, ich war das nicht. Warst du allein im Raum? War noch irgendjemand bei dir? Er wollte zwei Mädchen haben. Das wollte er. Wir waren zu zweit. Welches Modell war dieser Android? Sah er aus wie du? Ja, das ist ein relativ perfides Mittel des Spiels. Da war noch ein Android. Das ist vor mehr als einer Stunde passiert. Der ist längst weg. Nein. In dem Aufzug konnte sie nicht unbemerkt nach draußen. Sie könnte noch hier sein. Würdest du merken, wenn von diesen Androiden hier einer ein Abweichler ist? Abweichler sind schwer zu erkennen. Oh, Scheiße. Da muss es noch etwas geben. Was ich meine? Augenzeuge, jemand, der sie aus dem Zimmer kommen sah oder so. Ich werde mal diesen Manager fragen, ob er was gesehen hat. Wenn dir was einfällt, sag mir Bescheid. Okay, klassische Polizeiarbeit hier, auf die Connor gebracht wird, auf die er vielleicht nicht selbst gekommen wäre. Was ich sagen wollte, äußerst perfide vom Spiel, hier den Countdown runterzusetzen. Als Androide kann ich das nicht öffnen, denn ich habe keine Fingerabdrücke. Die brauche ich, um bezahlen zu können. Verzeihung, Lieutenant. Könnten Sie mal herkommen? Was gefunden? Vielleicht. Können Sie diese Tracy mieten? Verdammt nochmal, Connor, wir haben Besseres zu tun. Bitte, Lieutenant. Vertrauen Sie mir. Auch die beiden reden über Vertrauen. Ja, aber 30 Euro für 30. 30 US-Dollar für 30 Minuten. Schön. Und das sind 20 Jahren. Folgen Sie mir. Ich bringe Sie in Ihr Zimmer. Okay, und was jetzt? Tastenkombination falsch angeben. Das mache ich dann. Okay. Sonst mal zu finden. Wir haben relativ wenig Zeit, 2 Stunden. Da. Plowhawk Tracy. Sie hat etwas gesehen.
Und worauf willst du damit hinaus? Der Abweichler verließ den Raum. Eine blauhaarige Tracy. Die Speicher der Club-Androiden werden alle 2 Stunden gelöscht. Uns bleiben nur Minuten, um noch einen Zeugen zu finden. Probieren wir den hier. Offenbar hat er nichts gesehen. Nichts. Die ich hatte schon erwähnt, dass ich Zeitlimits hasse wie die Pest. Haarige Tracy kam hier nicht vorbei. Und wenn man dann nicht rennen kann und all so eine Dinge. Er sah die blauhaarige Tracy. Ich weiß, wo sie hin ist. Dann hinterher. Hier sind überall Androiden, verdammt. Wie willst du herausfinden, welcher die blauhaarige Tracy gesehen hat? Ich kenne die richtige Richtung. Ich muss nur einen anderen Androiden auf dem Weg finden. Lieutenant, wenn Ihnen was Besseres einfällt. So, der da drüben könnte noch was gesehen haben, oder die? Sie saß in den roten Raum gegangen. Das macht das Spiel tatsächlich gut. Also das ist, muss man ehrlich sagen, ich würde jetzt erstmal vermuten, hier jemand. Das stimmt, das ist von der Gangrichtung her der beste Winkel. Und Hank verzockt hier die Hälfte seines Monatseinkommens. Sie geht in den blauen Raum. Dann hinterher. Das ist ganz schön weitläufig hier. Sie könnte möglicherweise zuerst gesehen haben, wo Tracy hingeht. Okay, okay. Gut, gut. Dann folgen wir doch. Da ist sie in dem Raum. Vielleicht können wir das Rätsel ja noch lösen hier. Ah, sie ist nicht da. Gott, 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 Gott. Wen können wir dann fragen? Wir vielleicht ihn. Da dürfte die Laufrichtung passen. Mir tun Spieler leid im Übrigen, die Spieler leid im Übrigen ohne räumliche Orientierung. Ich habe die Spur verloren. Verdammt. Gucken wir mal hier drüben noch, vielleicht geht da was. Jetzt läuft die Zeit davon. Noch eine Minute. Okay, da wischt hier. Da ist sie. Mit der Badeeingang. Ich weiß, wo sie hin ist. Kommen Sie! Scheiße, Mann, das ist doch Wahnsinn! Warte! Ich übernehme das jetzt. In der Narrativik des Spiels, jetzt wird's gefährlich.
Scheiße! Wir sind zu spät! Die Waschmaschinen sehen aus wie Weiterentwicklungen wie die von Samsung. Also hier steht noch eine ganze Menge an Androiden im Lager. Verdammt, schau sie dir an! Man benutzt sie, bis sie kaputt sind und dann sind sie Müll! Okay, sie ist verletzt. Der Satz von Hank im Übrigen war gerade. Sehr bezeichnend. Ja, interessiert mich jetzt erstmal nicht. War sehr bezeichnend, nämlich. Dass er. Vollkommen unverständlich darauf reagiert, wie mit Androiden hier umgegangen wird. Weg. Die Leute ja, sind doch sowas von krank. Keiner will mehr eine Beziehung. Sie kaufen sich lieber einen Androiden. Also das die heißt... kochen für dich, gehen mit dir ins Bett, wenn du willst. Und man muss sich noch nicht mal um Gefühle schicken. Das heißt, wir haben hier definitiv Abweichler. Ehe du dich versiehst, sind wir ausgestorben, weil sich alle lieber einen Haufen Plastik... Ich habe sie gefunden, aber werde von einer anderen Androidin angegriffen. Hank ist noch im Geschäft. Auch sie ziehen es vor, sich zu schützen und zu fliehen. Schnell, sie erwischen uns! Dieser Mann erschlug die andere Tracy. Ich wusste, ich bin die Nächste. Ich hatte solche Angst. Ich bat ihn, aufzuhören, doch er hörte nicht. Da legte ich ihm die Hände um den Hals und drückte zu, bis er sich nicht mehr rührte. Ich wollte ihn nicht töten. Ich wollte einfach nur überleben. Und zurück zu meiner Geliebten. Ich wollte nur wieder in ihren Armen liegen und dabei die Menschen vergessen. Ihren Geruch nach Schweiß und die schmutzigen Wörter. Na komm, gehen wir.
wie auch immer sich da eine Beziehung stabilisiert in dem Umfeld. Ist vermutlich besser so. Was? Ja, bei aller Liebe, aber hier hat mir gerade Hank ein wenig zu entspannt reagiert. Ja, sei es drum. Die Hälfte der Spieler hat sich dazu entschieden, die Abweichler entkommen zu lassen. Aber wir kommen nicht mehr auf 100%. Das heißt, wir haben schon einen bestimmten Storystrang gar nicht mehr verfolgt an der Stelle. Und landen sofort in die nächste Szene. Und sind wieder bei Luca, Kara und Alice auf dem Weg nach Kanada. Die wir treffen wollen. Woher weißt du von ihnen? Von den Androiden in Slatkos Haus. Sie sprachen von Menschen, die Androiden über die Grenze bringen. Wenn's gelogen war? Oder noch eine Falle? Ich weiß nur, dass die Androiden es glaubten. Bis Slatko sie umbrachte. Warum sind sie dann zu Slatko hin? Verstehe, wer will. Dass Slatko ein Auto hat. So muss Alice nicht wieder durch die Kälte. Es stand immer in der Garage. Ich weiß nicht, ob Slatko es jemals benutzt hat. Das sah nicht so aus in seinem Resident Evil Herrenhaus. Ist es noch sehr weit? Wir sind in etwa einer Stunde da. Fehlfunktion festgestellt. Notfallbremsen aktivieren. Ja, super. Das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Das sieht nicht gut aus. Ich bin mal gespannt, ob Androiden jetzt auf die Idee kommen, genau, den Automotor zu überprüfen. Ich für meinen Teil würde das auch mal rein habituell, weil natürlich, wenn ich da reinschaue, sehe ich nichts. Ja, genau so sieht es hier aus. Was sollen wir jetzt machen? Keine Ahnung. Zu Fuß gehen, schätze ich. Es ist eiskalt. Alice schafft das nicht. Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Hier gibt es keinen Platz zum Übernachten, Kara. Naja, offenbar schon, denn sonst könnten wir uns gerade nicht bewegen. Können wir Alice aus dem Auto holen? Nee. Ach, Kara. Dir bleibt echt nichts erspart. Das ist das erste Mal, dass L1 was genützt hat in diesem Spiel. Luther trägt Alice.
Und wo kommen wir hin? Pirate Cove Amusement Park. Also, wenn es so ist, wie ich denke, dann, naja. Wir brauchen eine Unterkunft. Wir müssen aus der Kälte raus. Scheint schon länger geschlossen zu sein. Ist es so, dass Quantic Dream eine große Vorliebe für Setpieces aus bekannten Videospielserien hat? Also Zlatkos Herrenhaus sah sehr nach Resident Evil aus. Und wenn Sie wollen, schauen Sie mal nach dem Lakeside Amusement Park. Das ist eines der bekanntesten Setpieces aus der Silent Hill Serie. Und der Eindruck, dass die Setpieces für Alice was gefunden? Etwas spezieller sind. Nein, nichts, wo wir übernachten können. Hat damit zu tun, dass wir hier jede bekannte Horror-Videogame-Serie, die von Einfluss war, anzitieren. Okay, schauen wir mal. Ob uns hier der Eindruck nicht täuscht, aber ich glaube es nicht. Also, das ist eindeutig Silent Hill. Willkommen im Piratenland, Gott, meine Lieben! Wir haben alle einen Mordspaß! Willkommen im Piratenland, meine Lieben! Wir haben alle einen Mordspaß! Okay. Der letzte Rest von Energie. Schauen wir mal auf der Karte, ob wir irgendwo hinkommen können hier. Also besonders hervorgehoben ist die Taverne. Mal zu finden. Ist es schon hier? Nee. Sehr schön. Die sprachlichen Markierungen zu klein für uns drei. Wird schon eine Gemeinschaft hochzitiert, die nach und nach. Hier fällt alles auseinander. Sich auch. Wird nicht leicht, einen Schlafplatz zu finden. Wahrnehmung des Spielers einschleifen wird. Ach du große Güte. YK-400, YK-400. Wenn ich mich recht entsinne an einen der Flyer in Todds Haus, lag hinter den Rechnungen ein Flyer für YK-400 Androiden. Was da so leicht verschwommen, hat man das gesehen? Ich mach das. Ja, mit Luthor wird das Ganze leicht. Auch er tritt Türen ein wie Hank. Okay. Willkommen in der Taverne. YK-400. Ja, wir werden nichts Besseres finden. Machen wir es uns gemütlich. Ich mache ein Feuer an. Oh, das ist wieder ein dezenter Hinweis auf die eine Frage, die wir noch klären müssen, nämlich die, ob Alice
ein Android ist. Ja, interessiert mich. Gut, komm. Nee, das interessiert mich jetzt nicht. Ich will ja erstmal zusehen, dass wir... Ich muss, glaube ich, vor dem Hintergrund dessen, was ich schon erzählt habe, nicht erwähnen, dass ich kein sonderlicher Freund von Silent Hill bin. Also ein Typ von Spiel ist, das ich überhaupt nicht spielen kann. Okay. Es sind noch Kekse da. Möchtest du welche? Nein, ich bin nicht hungrig. Okay, da haben wir jetzt gerade drüber nachgedacht, ob alles ein Android ist. Und was sagt sie nach 2,5 Tagen? Sie ist nicht hungrig. Mal schauen. Vielleicht kommen wir dem Rätsel hier in der Episode ein Stück näher. Der typischen Kombination zunächst in der Cyberlife-Serie und dann etwas wilder in einer, ich würde sagen, humanoiden Handschrift. Die Soundkulisse passt im Übrigen zur Silent Hill-Referenz. Und macht mich etwas nervös. Was gibt's da zu sehen? Nix. Gehen wir nochmal darüber, was da ist. Das ist das Magazin. Wir sind eines Tages wie sie. Wir werden wohl nie so glücklich sein wie sie, Alice. Aber vielleicht werden wir auf eine andere Art glücklich. Auf unsere Art. Sobald wir über die Grenze sind, fängt ein neues Leben für uns an. Dass wir beide zusammen sind. Das ist alles, was zählt. Ach, Alice. Na komm, es ist Zeit fürs Bett. Ich weiß, das war wieder ein harter Tag. Versuch etwas zu schlafen. Morgen früh sieht es schon besser aus. Erzählst du mir eine Geschichte, Kara? Ich habe 9000 Kindergeschichten gespeichert. Mir sollte eine einfallen. Einhorn. Es war ein Einhorn. Das... Nein! Nicht so eine Geschichte. Eine nur für mich. Es war einmal... Oh, mit Luther im Hintergrund. Mädchen, das keine Angst mehr haben wollte.
Es wollte so gern wie die anderen Mädchen sein, aber... Der Schatten, der in ihm lebte, machte es unglücklich. Dann traf es einen Roboter, der genauso verloren war wie das Mädchen. Die beiden beschlossen, zusammen wegzulaufen, um einen sicheren Ort zu finden. Unterwegs lauerten sehr große Gefahren, aber sie hielten zusammen und konnten so alle überwinden. Unterwegs trafen sie einen anderen Roboter, der seinen Meister verließ, um sie zu beschützen. Wie geht die Geschichte zu Ende? Ich hoffe, glücklich. Sie fanden den Ort ihrer Träume und lebten dort glücklich zusammen. Geschichten haben immer ein gutes Ende. Aber in echt ist das nicht so. Zeit zu schlafen. Morgen liegt wieder ein sehr langer Tag vor uns. Kommst du und sagst mir gute Nacht, Luther? Ja. Ja, natürlich. Gute Nacht, Alice. Schlaf gut. Okay. Da haben wir die Familie. Ein liebes Mädchen. Ja. Sie ist sehr tapfer. Es schneit noch. Das wird ein weiter Weg. Wir sollten früh los, wenn wir nicht entdeckt werden wollen. Erinnerst du dich eigentlich an dein Leben? Vor Slatko? Nein. Mein Modell wurde für schwere Arbeit entwickelt. Vielleicht war ich Hafenarbeiter oder in einer Fabrik. Wer ich war, ist nicht mehr wichtig. Das war nicht wirklich ich. Kara. Ist dir jemals was aufgefallen? An Alice? Ja, natürlich. Sie ist ein liebes kleines Mädchen. Ich meine, ich kenne nicht viele Mädchen, aber... Sie ist etwas Besonderes. Und da wird es sein, dieses Hill-Szenario. Mit dem man klassische Videospiele triggert. Okay, was machen wir? Das Beschützen, Waffe holen. Alles beschützen. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Lasst uns in Ruhe! Hab keine Angst. Wir tun auch nichts. Wir sind wie ihr. Wir heißen Jerry. Wir haben hier im Park gearbeitet. Wir wollten euch nicht erschrecken, aber manchmal kommen Menschen, um uns weh zu tun. Da wollten wir nachsehen. Was macht ihr hier? Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Morgen sind wir wieder weg. Ein Mädchen? Wir haben lange keins mehr gesehen. Kinder waren so gerne hier bei uns. Oh Gott. Sieht traurig aus. Die letzten Tage waren schwierig. Wir haben etwas für sie. Etwas Lustiges. Wird dir gefallen. Will sie es sehen? Oh, ich glaube nicht. Dann soll sie mitkommen. Alice, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Komm schon, Kara!
Ich glaube, du hast keine Wahl. Die Digitalisierung fordert auf allen Seiten Opfer. Schau dir Luther an. Und Carol. Die Frage von Luther wieder nicht verstanden hat. Und da haben wir sie. Sei unser Gast. Die Silent Hill Reference. Schauen Sie einfach mal. Schauen Sie mal noch auf Google nach Bildern zum. Ah, das gibt's ja nicht. Zum Lakeside Amusement Park in Silent Hill. Das erste, was Sie sehen werden. Die Kleine geht bitte an Bord. Das Karussell wird sich gleich drehen. Sind Bilder eines genau solchen Karussells. Selbst Luther amüsiert sich. Was wir hier hören. Sie lächelt zum allerersten Mal. Ist Carol's Finger? Gab es ja auch nicht viel zu lächeln. In einem grandiosen Soundtrack. Ja, das Spiel untermalt. Dramaturgisch geht das nicht gut aus. Also so eine schöne Szene an der Stelle mit einem Traum von Kernfamilie. Das geht nicht gut aus. Ah, das sind solche Punkte, an denen ich solche Spiele eigentlich gerne abbrechen möchte. Die Situation so zu erhalten, wie sie ist. Und der Großteil der Spieler entscheidet sich so, wie ich das tue, obwohl es hier in der Situation nichts geändert hätte. Wie ich gerade sehe. Aber die entscheidende Frage, ob Alice etwas essen mag oder nicht, beantwortet sie mit damit, dass sie keinen Hunger hat. Die Andeutungen von Luther sind eindeutig. Alice ist ein Android. Das war der 12. Teil des Let's Plays zu Detroit Become Human und jeder und jede, die bis hierhin dran geblieben ist, kann sich freuen, denn ich habe noch einen besonderen Leckerbissen auf Lager, den ich jetzt hier an diesen Schlussscreen heranschneide, nämlich eine Charakterstudie zu Luther, die sich in den Extras zum Spiel verbirgt und die, glaube ich, ganz gut an diese Stelle passt. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Everything will be all right. Everything will be all right. Fight on just a little while longer.
fight on. Just a little while longer. Fight on. Just a little while longer. Everything will be alright. Everything will be alright. We will sing on just a little while longer. Sing on just a little while longer. Sing.